ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም ከተሻ አመት ሁሉ ፈጽሙ ተሰአላ ማልቲ ስለዘሆነ Weil es vor allem erstmal der Tag ist, an dem der Herr vor 2000 Jahren alles vollbracht und auferstanden ist. An dem Tag, wo Erde und Himmel sich versöhnt haben. Da, wo die Kraft der Dunkelheit ihre Hoffnung verloren hat. Und wo die Ketten des Todes gebrochen wurden. Wo die Fallen der Dunkelheit gebrochen wurden. Und die freigekommen sind, die vom Feind überwältigt wurden. Es ist ein sehr erfreulicher Tag heute. Und es ist ein besonderer Tag, weil wir heute als Familie mit unseren Kindern gemeinsam sind. Es ist eine große Ehre und ein Privileg von Gott, dass wir so ein Privileg hier haben dürfen heute. Aber wir sollten mehr auf den heutigen Tag Acht geben und darauf achten, als das, wie wir es schon bis jetzt gemacht haben. Weil der Herr möchte, dass wir wie ein Fisch mitten im Meer sind und wie ein Säugetier am Land. Fisch mitten im Meer und wie ein Reh mitten in der Wüste. Ich erkläre euch, wieso ich genau diese beiden Tiere ausgewählt habe. Wie ein Fisch im Meer zu sein, heißt es, dass wir nicht eine Sekunde außerhalb der Gegenwart Gottes überleben können. Aber wenn wir nur wie ein Fisch sind, haben wir ein Problem. Weil der Fisch ist nur mitten im Meer und versteht nicht, was auf dem Land abgeht. Das heißt, verlocht der Herr, dass wir wie ein Reh mitten auf dem Land werden. Das heißt, dass wir im Meer sind in der Gegenwart Gottes, aber unser Durst genauso hoch ist wie ein Reh, das am Land lebt. Habt ihr verstanden, was ich sagen möchte? Das heißt, das Reh auf dem Land bekommt Durst, wenn es durstig ist, aber es ist mitten auf dem Land und nicht im Wasser drin. Aber der Fisch ist im Meer drin und versteht die Sache von Durst nicht. Aber ein Christ ist berufen, beides zu sein. Wie ein Fisch immer in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wie ein Reh immer Durst zu haben. Der Herr möge euch damit segnen. Und ich möchte kurz über das Thema Auferstehung heute sprechen, bevor wir ins letzte Abendmahl gehen. Deswegen erstmal Glückwunsch zum Feiertag. Lasst uns mal alle jubeln. Halleluja. Wir gehen direkt ins Matthäus-Evangelium rein. Kapitel 28. نوح دبل انت مبنا بتعامي صبوقيو سقاب عسرتو حمشتي انت مبنايو صبوقيو Ich möchte gerne eine bisschen längere Stelle lesen von 1 bis 15 دحريو نابت مغلا ترايكن كيدينا خندك مساي كتوم بوبيوخوم دحراي بجيرمن دحر سنبت وقحتا اتا قدامي اتما عالتي سومون مريم بعالتي مجدلان اتا خالا ايتي مريم مقابر كريا وصا مسا انهو عبي من قطقات مدري خوني ملاح اغزابير كاب سماي وريدو قرب ايلو نت امني قلبطو بدام مستوعلو ختم بو خلخو مسما خايد ليكم نيو ابل عليو خا تقمطه قصل تريتو خنبرقي كدانو دما صعدا خنبرد ايو اتم حلوتين اوو فريهم رعرع بولو كم زموتون كونو اتي ملاح مليسو نتن انستي بلن نسخات كنسي نتي اتسق لي يسوس تدليا خمزلخن نفلت الله امو اي تفرها كم تزبلو تنسيو امو ابزي يلن نتا قويتا تنبير واز نبر السفرة نعني رأيا
ቀልጢፍክን ዳኺዳ እሞ ካብ ሙታት ከምዝተንስአ ንደቂ መዛሙርቱ ንገሮም እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእዎ ኢኹም እንሆ ነገርክኹን ካብቲ መቓብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቂ መዛሙርቱ ክነግረኦም ጐየያ ንደቂ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ የሱስ ማካ ጀሃይ ተጓነፈን ከመይኽን ከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ የሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞን ኣሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገረኦም ኣብኡ እውን ክርኢን እዮም በለን ንሳተን ምስከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናትን ነገርዎም ኣስተውዕልዋ ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ኸዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከሎና ደቂ መዛሙርቱ መጺኦም ሰሪቖምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተ ተሰምዐ ንሕና ክነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከምዘይ ትጉህዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ሕማቕ ምህሮ ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሚ ይውረ ኣሎ ብጀርመን ከነንብቦ ኢና ኩሎም ደቅና ስለ ዘለዉ ብደንብ ከነንብብዎ እዮም ድሕሪኡ ኣብ ቀረንቶስ ንውሕ ደለ ተንቢብና ዳሕራይ ክንገልፅ ጥራይ ኢና Okay, wir lesen Matthäus 28 von 1 bis 15. Am Abend des Sabbats, welcher anbricht, am Morgen des ersten Feiertages der Sabbate, kam Maria Magdalena und die andere Maria, das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein von der Tür und setzte sich drauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie der Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesum, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, da der Herr gelegen hat. Und geht eilend hin und sagt es seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich hab's euch gesagt. Und sie gingen eilend zum Grabe hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, dass sie es seinen Jüngern verkündigten, da sie gingen, seinen Jüngern zu verkündigen. Siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt, und sie traten zu ihm und griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie gehen nach Galiläa, da selbst werden sie mich sehen. Da sie aber hingehen, siehe, da kamen etliche von den Hütern in die Stadt und verkündigten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen zusammen mit den Ältesten und hielten einen Rat und gaben den Kriegsknechten Geldes genug. Und sprachen, sagt, seine Jünger kamen des Nachts und stahlen ihn, dieweil wir schliefen. Und wo es würde auskommen, bei dem Landpfleger wollen wir ihn stillen und schaffen, dass ihr sicher seid. Und sie nahmen das Geld und taten, was sie gelehrt waren. Solches ist eine gemeine Rede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Amen. Lass uns unsere Hände erheben. ሕጁን ከከም ዓቕምና ከከም ደረጃና እግዚኣብሄር ኣምላኸይ ንነብሲ ወከፍና እግዚኣብሄር ኣቦ ክትዛረበና ኣብቲ ደለና ድሃብካና ቅድሚ ሕጁን ክትውስኸልና እግዚኣብሄር ኣቦ በዚ ናይ ትንሳኤ ቃላትን ሓይልን እዚ ንህፃናትና ንዓበይትና ንኩሉ ከከም ዓቕምና ክትመልኣና ይፅሊ ኣለኹ ወእግዚኣብሄር ከም ወትሩ ድማ ንዓይነን እብወደይን ድማ ክትረድኣና ይፅሊ ኣለኹ እዚ ቦታ እዚ ብህልውናኻ ይምላእ ዝምህር መንፈስካ የንጀርብብ ጎይታ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስም ኣሜን ሃለሉያ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ትንሣኤ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus መንፈሳዊ ጥራይ ስለዘይኮነ ታሪኻዊ ተላዩ Ist nicht nur ein geistlicher Fakt sondern auch ein historischer Fakt ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ጥራይ ዘይኮነስ ሰብነት ከላይ ዝደረበ Weil unser Herr Jesus Christus nicht nur Gott ist sondern auch Mensch wurde በአምላክነቱ ዘይኮነ መይቱስ በሰብነቱ ይመይቱ Er starb in seiner Gottheit er starb in seinem Menschsein ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ገጽ ምድሪ ምምልላሱ ታሪኽ ዘይክሕዶ ሐቂ እዩ
Das Wandeln unseres Herrn Jesus Christus auf der Erde ist ein historischer Fakt und kann nicht widerlegt werden. Ich möchte, dass ihr ganz genau zuhört in diesem Moment. Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus ist nicht nur ein geistlicher Fakt. Die Auferstehung ist auch ein Fakt, der historisch belegt worden ist. Die Kritiker können heute nicht sicher dastehen, weil es ein historischer Fakt ist, dass er auferstanden ist. Viele versuchen heutzutage, seine Identität auf mehrere Arten und Weisen zu brechen. Aber sie können nicht sagen, es gab keinen Jesus Christus auf der Erde. Weil er wie ein Lehrer, wie ein Rabbi auf der Erde gewandelt ist. Historisch. Und sie auch nicht so mit seiner ganzen Lehre und das, was er gesagt hat, widerlegen können. Er hat es gesagt, es ist historisch belegt. Und genau ist auch sein Kreuzestod ein historischer Fakt, der nicht widerlegt werden kann. Hört mir ganz genau zu, wir reden nicht nur geistlich in dem Moment. Dass es dunkel wurde und es finster wurde, als er gekreuzigt wurde und die Vorhänge des Tempels zerrissen wurden, ist ein historischer Fakt und eine Wahrheit. Dass er am Kreuz gestorben ist, während Leute ihn bespottet haben, ist ein historischer Fakt. Dass am Grab eines Josefs begraben wurde, wo genau ist auch heute historisch bekannt. Und sogar seine Auferstehung wird historisch bezeugt. Wenn wir uns fragen, wieso? Weil alle Menschen gesehen haben, dass nach 3 Tagen das Grab leer stand. Und bis zum heutigen Tag gehen Leute zur Grabeskirche und wollen das Grab sehen, wo er gelegen hat, weil sie wissen, dass das Grab leer ist. Aber weil Menschen in ihrem Herzen ihn nicht aufnehmen wollen, deswegen haben sie Probleme, aber historisch können sie nichts gegen ihn sagen. Christus tanzio. Weil Christus auferstanden ist. Christus tanzio. Christus ist auferstanden. Es ist nicht nur geistig, sondern auch historisch bekannt. In Kapitel 27, von Vers 62 nach unten, Christus mistaqabra arbi, sehen wir genau an dem Freitag, an dem Tag seines Todes, wo er begraben wurde, dass am Tag darauf, am Samstag, sich die ganzen Hohepriester zum Statthalter Pilatus versammelt haben. Wir können zu Hause ab Vers 62 lesen, Kapitel 27. Und sie ging zu Pilatus und haben eine Sache gesagt. Sie haben gemeint, was sie tun, wissen sie nicht. Aber die Hochpriester haben eine Sache gemacht, ohne es zu verstehen, aber damit die Wahrheit Gottes bekannt wird. Sie sagten, der Verführer sprach, als er noch lebte, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Bis 3 Tage umgehen, hol bitte deine besten Wächter aus Roms und beauftrage sie, damit sie das Grab bewachen. Und versiegle mit einem römischen Siegel auch das Grab. Damit die Jünger nicht die Leiche stehlen können und somit sagen können, dass er auferstanden ist. Und Pilatus sagte, ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Und hat es gewährt. Und er hat ihn
die Versiegelungsvollmacht gegeben. Das heißt, egal wie groß auch der Stein war, damit die Anhänger Jesus sich nicht helfen können und es alles wegschieben können, sollte ein römisches Siegel, ein Siegel des Statthalters draufgelegt werden. Weil der dieses Siegel anfasst oder bricht, getötet wird. Daher wurde das Grab Jesu Christi durch ein römisches Siegel auch bewacht. Sogar in römischen Schriften ist dies festgehalten worden. Keine Regierung radiert ihre Geschichte aus. Alle Dinge werden regierungsgemäß dokumentiert, weil sie historisch sind. Deswegen sage ich, dass sogar die historischen Fakten belegen, dass unser Herr auferstanden ist. Weil der Statthalter Roms hat selber das Grab mit seinem Siegel bewachen lassen. Und dass Wächter hingestellt wurden, sehen wir nicht nur im Wort Gottes, sondern auch die römischen Schriften haben es dokumentiert. Daher, ist unser Herr der Herrn, der König der Könige, der nicht vom Tod festgehalten werden konnte. So wie der Siegel des Rom, also das Siegel da war. So wie der Stein vor dem Grab war. Und genauso wie die Wächter auch vor dem Grab waren. Soldaten vor dem Grab waren. Und sie haben nicht geschlafen, sie waren aktiv, sie waren wach, sagt das Wort Gottes. Weil aber das Geschäft unseres Herrn Jesus mit der geistlichen Welt zu der Zeit war, hat er die Macht des Todes gebrochen und ist auferstanden. Sie haben währenddessen ein leeres Grab bewacht. Während sie ein versiegeltes, verschlossenes Grab bewacht haben, ist der davor schon in geistlicher Kraft auferstanden. Weil seine Leiche geistig verherrlicht wurde. Er hat geistig verherrlichten Leib angehabt. Weil sein Leib, was irdisch war, ist komplett verwest. Aber deswegen war das Grab nicht notwendig. Er hätte nicht den Stein umrollen sollen. Er müsste nicht die ganzen anderen umrollen, weil er selber Gott ist. Weil er selber lebendig ist. Der Engel, der da war, während Maria ankam, als sie am dritten Morgen kamen, hat der Herr schon gesehen, wie sie von zu Hause losgegangen sind. Damit sie aber sehen, dass das Grab leer ist. Als sie am frühen Morgen da ankamen und als schon Soldaten davor waren, wir sehen, sie kamen mit Balsam und mit Öl. Aber an eine Sache haben sie nicht gedacht. Da gibt es noch einen großen Stein mit einem Siegel. Wer soll für uns den Stein aufrollen? Sogar sie haben die Auferstehung in ihrem Inneren vergessen. Wenn du es vergessen hast, die Kraft Gottes. Wenn du heute die Gegenwart des Herrn vergessen hast, möchte er dich heute wieder erinnern. Er möchte dich heute wieder erwecken. Sie haben eine Leiche erwartet.
Aber der Herr sandte einen Engel, sagt das Wort Gottes. Und der Engel kam, nachdem sie ankam. Lass uns genau lesen, wie es im Wort geschrieben steht. Wir sehen, wie die Engel, wie die Wächter da sind. Und sie kommen auch zum Grab an. Aber wir sehen, wie der Engel ganz einfach mit einem Finger den Stein wegrollt. Und bevor der Stein weggerollt wird, gibt es ein Erdbeben. Es gibt ein Erdbeben. Und die Hüter fallen um. Die ganze Kraft, an der sie gedacht haben, weicht von ihnen. Weil wenn der Herr kommt, ist die Kreatur, ist die Kreatur ruhig. Die Schöpfung ist ruhig, wenn der Herr kommt. Weil es gibt keinen, der vor dem Herrn stehen kann. Es gibt keinen, der gegen die Auferstehung stehen kann. Es gibt keinen Fluch, der gegen die Auferstehung stehen kann. Es gibt keine Versklavung, die gegen die Auferstehung stehen kann. Die dich festhalten, die dich zurückhalten, sollen heute durch die Auferstehung hochgenommen werden. Nachdem der Engel den Stein wegrollt, gibt er mit der guten Botschaft zu den Frauen: Der Herr, den du suchst, er ist nicht hier. Kommt her und schaut euch das Grab an, wo er lag. Es ist leer, sagt er. Weil das Grab des Herrn leer war. Das Grab des Herrn war leer. 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 Und Lukas sagt, er versuchte den Lebendigen bei den Toten. Und die Wächter haben alles beobachtet. Ich bin gerade sehr auf historischen Fakten basiert. Weil sie haben alles gesehen, die Wächter. Sie haben alles mitverfolgen können. Sie sahen, wie der Engel kam und ein Erdbeben angefangen hat. Sie haben gesehen, wie er den Stein weggerollt hat. Und die sahen, wie die Frauen kamen. Sie sahen nur, wie die Leichentücher da waren, aber nicht die Leiche des Herrn. Wir reden davon, dass die römischen Soldaten wussten, dass das Grab leer ist. Sie haben es gesehen. Die Geschichte erklärt es. Und genau, was sie gesehen haben, haben sie berichtet an die Pharisäer und an die Statthalter von Jerusalem. Ich will nicht in die Lüge hineingehen, die sie danach erschaffen haben. Worüber ich heute rede, ist, dass die Geschichte selber die Auferstehung unseres Herrn bezeugt. Und wir sehen eine zweite Sache, wie die Jünger des Herrn, die erstmal davor Angst hatten, direkt als Herr auferstanden ist, in kompletter Tapferkeit vor den ganzen Leuten da aufgestanden sind. Das heißt, es ist wichtig, die Auferstehung unseres Herrn zu lehren. Weil der Engel hat mit Absicht den Stein weggeholt. Er wusste, der Herr ist dort, aber er wollte das Leute sehen, dass die Welt weiß, dass Rom weiß, dass die Juden wissen, dass die Pharisäer wissen, dass alle Gläubigen wissen und auch Kritiker wissen, dass die ganze Schöpfung weiß, dass alle Schöpfung weiß. Genau aus dem Grund hat der Engel den Stein weggerollt. Weil die Geschichte es bezeugt hat. Sag mal, Geschichte hat es bezeugt. Die Geschichte kann das nicht widerlegen. Genau hier kann die Historie nichts gegen die Auferstehung finden.
Deswegen bist du nicht nur ein Gedankenspieler. Du glaubst einen festen Beleg, dass der Herr der Mensch wurde, deine Sünden gestorben ist, deine Fluch und deine Sünden genommen hat und den Tod und den Feind besiegt hat, dass seine Leiche begraben wurde und dass er vor Zeugen sich als lebendig erklärt hat und im Himmel und auf Erde seine Lebendigkeit bezeugt hat und heute zum Himmel aufgefahren ist und dass Engel ihm unterstellt sind und der wiederkommen wird, der lebendige Gott, an ihn glaubst du. Gib mal einmal Jubel an unseren Herrn. Halleluja. Halleluja. Slazim Baar, Zile Hwate, Tinsa Mutan Zibel Timirti, Agadasi Timirti. Daher ist die Lehre über die Auferstehung eine sehr wichtige Lehre. Christina Zoblo, Kapkala Heimanot Kazfolio, Entaitelkum Hale, Tinsa Slozulli. Was Christsein von anderen Glaubensrichtungen und Religionen unterscheidet, ist die Auferstehung. Der erste Punkt, der das Christentum von allen anderen Religionen unterscheidet, ist die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Weil viele andere Religionen haben moralische Grundsätze und andere Dinge. Und sie können auch dem Christentum von den anderen Dingen sehr ähnlich sein. Aber das Kreuz und die Auferstehung ist genau der Scheidepunkt, was Christus von anderen Religionen unterscheidet. Deswegen gäbe es die Auferstehung nicht, wäre Christentum eine sehr traurige Sache. Und der zweite Punkt, wieso Auferstehung wichtig ist, ist, weil der Auferstehung der Punkt ist, der unser Wiederkommen mit dem Herrn verbinden wird. Johannes und Petrus haben genau das hier gesagt. In 1. Petrus 1, von 8 bis 12. نتي حجي كيرأهم وتأمنوا ودلهم إلنا كيرأهم وتأمنوا وان تفكروا وان زلهم مسرأهم ومسرخبكم بزيني قر حاقوس كتحقوسيهم كم بمو نز خيرأهم وتفكروا حجون كيرأهم وبو التأمنوا زلهم نتناي مدام دم تأمناتكم نسو دم مدحان نفساتكم مسرخبكم و بزينجر كبرن حاجس كتحجسو إخوم إلّا اللي بيترس. In 1. Petrus 1 ab Vers 8 sagt er: Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Der Herr Jesus Christus, der in seinem Geist in uns drinnen lebt. Der Herr, den wir hier vorne anbeten mit unseren Kindern zusammen. Der Herr, dessen Liebe uns brennen lässt in unserem Inneren. Der Herr, der uns befähigt, alles hinter uns zu lassen, um ihm nachzufolgen. Der Herr, den wir lieben, ohne ihn mit unseren eigenen Augen gesehen zu haben. Ihn werden wir durch die Auferstehung wiedersehen, wenn er wiederkommt. Deswegen ist Auferstehung genau der Schlüsselpunkt für alles. Wir werden ihn in der Auferstehung wiederfinden. Wir werden eine Freude haben, die unaussprechlich ist, wenn wir auferstehen mit ihm. Und in 1. Johannes Kapitel 3 sagt er genau das Gleiche. Er sagte, seht ihr, wie uns der Herr geliebt hat, dass wir Kinder Gottes geworden sind. 1. Johannes 3, von Vers 1 bis 3. Er sagt, wie sehr hat uns der Vater geliebt, dass wir Kinder Gottes genannt werden.
Und genau so sind wir. Und woher kannte ihn die Welt und uns erkennt sie auch nicht. أتون فقراتي حجي ولد أملاخنا انتاي كمن نخون كأغنى عيتا قلصن نسوم الزقلت كم تازل لواخن ريئنا أمون عقو كنمسل كم نمسل نفلت علونا إلنا Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Das heißt, die Sohnschaft, die Kindschaft ist heute in unserem Herzen drin. Da von uns alle, die groß und jung sind. Der Geist Gottes offenbart und bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir sind in kompletter Sehnsucht erfasst vom Herrn. Wir haben eine große Sehnsucht nach dem Herrn. Aber eines Tages, den wir vermissen, der in uns ist, von Angesicht zu Angesicht steht, von Angesicht zu Angesicht steht, wir werden ihm gleichgestaltet sein. Das wird durch die Auferstehung passieren. Deswegen ist die Lehre der Auferstehung wichtig für Christen. Die Lehre der Auferstehung ist wichtig für Christen. Wo willst du Christen zum Hinstellen, wenn es keine Auferstehung gäbe? Deswegen haben sie uns erklärt, dass die Vollendung unseres Glaubens durch die Auferstehung, durch die Entrückung sein wird. Ich will nur ein bisschen über das Thema Auferstehung sprechen. Dass wir kurz über die Auferstehung sprechen. Ehre sei dem Herrn. Es gab einmal Menschen, die Anwesenheit von Auferstehung komplett kritisiert haben. Es waren die Sadduzäer, die damals nicht zu der Auferstehung der Toten geglaubt haben. Und ich möchte nur sagen, wie der Herr auf sie geantwortet hat. حيل أملاخن قال أملاخن سلزيت فلطيهم منبر سحتوا لهم تنساس هاللوينهم. Er meinte, weil ihr das Wort Gottes und seine Kraft nicht kennt, seid ihr auf dem falschen Weg. Aber es gibt die Auferstehung. Die Auferstehung nicht zu wissen ist dumm. حيل أملاخ زي مفلاطيو. Es ist die Kraft Gottes nicht zu kennen. قال إخيار زي مفلاطيو. Es ist das Wort Gottes nicht zu kennen. بزعبا تنساس لك كريستيان فلطت كخمي خون. Wie krass ist dein Wissen über die Auferstehung als Christ? Jegliche Dinge von einem christlichen Weg werden zusammengefasst in der Auferstehung am Ende. Jegliche Art von deinem geistlichen Wandel und deinem Dienst werden am Ende in der Auferstehung zusammengefasst. Daher sollte wirklich das Verständnis über Auferstehung, was wir haben, groß werden. Und Paulus nannte es Dummheit, die Auferstehung nicht zu kennen. Er meinte, es ist eine dumme Frage. Er meinte, das größte Geheimnis, was uns gegeben wurde, ist die Auferstehung. Es gibt viele Arten von Auferstehung, die wir im Wort Gottes lesen, aber wir wollen uns kurz ansehen, was geschrieben steht. Wenn wir allein das Wort Auferstehung nehmen, haben wir sehr, sehr viele Stellen im Wort Gottes. Weil unsere Sprache sehr, sehr, sehr reduziert ist, nennt sie viele Dinge, auch das menschliche Auferstehung. Vielleicht kann es in anderen Sprachen genauer erklärt werden. Aber wir wollen es jetzt hier mit dem Wort Gottes belegen. Wir kennen die Gabe des Heiligen Geistes, Wunder zu vollbringen. Eine Gnadengabe ist es. Ob es im Alten oder im Neuen Bund ist.
sehen wir, wie Leute auferweckt wurden aus den Toten. Wie viele auferweckt wurden. Zur Zeit von Prophet Elia. Zur Zeit von Propheten Elisa. Und zur Zeit der Apostel. Und auch in unserer heutigen Zeit. Lazarus auch auferstanden. Das war auch eine Auferstehung. Aber es ist nicht die Auferstehung der Toten, über die wir reden. Es ist nicht über die Auferstehung, die wir gerade reden. Hört mir ganz genau zu. Ich möchte heute die Auferstehung unterscheiden, an die wir gerade heute glauben, über die wir gerade heute reden. Die Männer, die auferstanden sind, die wir gerade vorgelesen haben, sind mit ihrem irdischen Leib, was davor gestorben ist, auferstanden. Und kamen ins Leben zurück, was sie bereits davor geführt haben. Und nach einer gewissen Zeit sind sie erneut gestorben und sind heute noch tot. Weil viele Pharisäer wollten damit auch Lazarus umbringen. Weil sie sind mit einem Fleisch auferstanden, was nochmal sterben kann. Deswegen reden die nicht von der Auferstehung der Toten in diesem Punkt. Wir reden gerade von einer Auferstehung mit einem verherrlichten Leib, was nicht stirbt, was nicht verwest. Die Auferstehung der Toten, über die wir reden, ist mit einem Leib aufzustehen, was verherrlicht ist und nicht verwest. Deswegen ist unser Herr, als das Grab verschlossen war noch, als er noch Wächter war, als da noch ein Stein davor war. Unser Herr ist er aus dem Grund auferstanden und schon aufgefahren. Weil das Fleisch, was am Kreuz getötet wurde, war ein irdisches Fleisch. Es war ein Fleisch, was unseren Tod auf sich genommen hat. Was unsere Sünden auf sich genommen hat. Was unseren Fluch aufgenommen hat. Es war ein Fleisch, was durch Schmerz gestorben ist. Ein vergängliches Fleisch. Und mit diesem Leib ist er gestorben. Aber als er auferstand, ist er nicht wie Lazarus, nicht wie die anderen durch Wundertaten auferweckten Menschen, sondern in einem ewiglichen, verherrlichten Leib auferstanden. Ein Leib, was keine Verwesung kennt. Ein Leib, was die Gravitation der Erde nicht kennt. Ein geistlicher Leib. Dem ist er auferstanden. Das ist die Auferstehung, über die wir reden. Das ist die Auferstehung, über die wir reden. Das ist die Auferstehung, über die wir reden. Weil er mit diesem Leib auferstanden ist. Und für 40 Tage lang hat er seine Lebendigkeit gezeigt. Und es wurde bezeugt. Und er ist mitten in seinen Jüngern. Mit ihm gewandelt. Und das Leib, mit dem er auferstanden ist, ist geistlich. Hat aber auch Knochen. Ist ein Leib. Aber hat kein Blut. Weil das Blut in unserer Seele ist. Weil es nochmal stirbt. Deswegen, man konnte den Herrn berühren, wir haben gelesen, man konnte ihn sehen, so wie ich meinen Vater sehe. Genauso wurde er auch in seiner Umgebung gesehen. Und auch Türen können ihn nicht aufhalten. Weil ihn das Grab nicht aufhalten konnte. Weil ihn kein Siegel aufhalten konnte. Das ist ein geistlicher Leib. Das ist die wahre Auferstehung der Toten. Als eines Tages unser Herr auferstanden ist und er eines Tages zu seinen Jüngern ging, während sie in einem geschlossenen Raum waren, Lukas 24, Vers 23. Wir lesen kurz erstmal die Stelle, danach gehen wir zum ersten Korintherbrief. Okay. Christus ist der Hasare Makaraz, das ist ein Gebummonab.
Okay. Salam nachum ihun. Elwom di. Okay. Eshi. Nou hasla zkhonet. Sgar bta 43 ndi kham bba hasun kedna anhan. Anyway, abzias ga 43 Allah. Wir lesen hier die Sache bis Vers 43. Christus ze hasara makara az khsagib mo na kibru kaatu nay giddin. Okay, 36 ten. Girim, 36 ten wahaqu. 36 ten qareta. Eshi. Izi khzaro mo khallo go itabarka. Amen. Izi khzaro mo khallo rawi le hijib. Izi khzaro mo khallo kha Yesus ba'lu amma akalom daw ilu salam na akhatkum yukhun balom. Niyatu khabziat hasralna haqu. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voller Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Sie dachten, sie haben einen Geist gesehen. Wieso dachten sie, dass sie einen Geist gesehen haben? Weil sie waren in einem verschlossenen Raum. Sie haben Angst vor den Juden gehabt und haben es mit einer Tür verschlossen. Durch zwei Verschlüsse. Vielleicht gab es damals mehrere Türen. Aber ohne eine Tür zu öffnen, kam er in ihre Mitte und sagte: Frieden sei mit euch. Und nur ein Geist kann auf so eine Art und Weise eintreten. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel in eure Herzen? Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. نساتهم كأتجري مهم بحاجوس مخنيات جنا ممان سلزسانو نسو كأمنا منتن تايلوب جلز باللعدو أبز اللهكم بلم. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glauben vor Freude und sich verwundert sprach er, glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? نساتهم كأمك ألتوبس أسان غوغو معارن هابوو. Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Der geistliche Leib, den er bei sich hatte, den er hatte. Bezeugt das Wort, dass sie ihn anfassen konnten, dass er Knochen hatte. Und genau so ist er heute zu Rechten des Vaters heute. Er ist allgegenwärtig in seiner kompletten Gottheit, aber in seinem Fleisch, wie er aufgestanden ist, heute zu Rechten des Vaters genauso. Deswegen müssen wir über geistliche Auferstehung sprechen. Weil Auferstehung eine geheimnisvolle Sache ist. Es ist historisch. Und es ist ein Schlüssel. Und wir sehen sogar, dass die Frauen dann seine Füße berührten und ihn angebetet haben. Er hat keinen Leib gehabt, der hungert, aber er wollte ihnen zeigen, dass er gegenwärtig ist. Er wollte es machen, er hat gegessen, um ihm zu zeigen, ich bin der gleiche, wie ich damals war. Wir sehen auch, wie er in Johannes auch ihn ein Mahl vorbereitet hat, wie sie gefrühstückt haben. Deswegen sehen wir hier, was ein geistlicher Leib ist, von dem gesprochen wird.
Paulus am Raf Asterto Hamuste. Paulus in 1. Korinther Kapitel 15. Wir werden genau noch diese Stelle lesen, dann werden wir ins Abendmahl reingehen. Wir lesen erstmal von 1 bis 4 und danach von 14 bis 19. 1. Korinther Kapitel 15. Ahwatayen khontu aminkum intazaykonkum kam taane sabakhku wagerkum hiskum wanta allihum itisabakh kulkum itaqabbalkum wan abu sani'ukum zallahum buun itidhnulu wangel aflitakum allahu ilwa majmarta. Er sagt hier, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergebens geglaubt hättet. Dann, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe. Er redet gerade hier bis Vers 2, dass wir an das festhalten, woran wir glauben, damit unser Glaube nicht vergeblich ist. Wenn du kein Verständnis über deine Auferstehung hast, läufst du ein vergebliches Leben. Glaubst du vergeblich? Du kannst einfach so im Christsein herumlaufen, dabei, ohne es zu verstehen, worauf es ankommt. Aber du bleibst beständig dort, wo du bist, wenn du die Auferstehung verstanden hast. Weil du bleibst standfest und standhaft, wenn du das Geheimnis der Auferstehung verstanden hast. Und es wird wie ein Weg sein, der dir nur wie ein Tag vorkommt. Deswegen sagt er, damit ihr nicht vergeblich geglaubt habt. Wir lesen weiter. Ab Vers 3. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Ab Vers 5. Und dass er dem Kephas erschienen ist und auch den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, sind. Danach erschien er dem Jakobus. Jakob zahawiyu ami miman abi neru mstesse tegelatsallu dahray zaamene hawu goitana yes kristos kam maryam zitowelde khabiyesefin awile zaraballahu khabiyesefin kam maryam zitowelde yakob zibhal hawu miman abi zinebere kristos tohon kar sagelats ndabele zuqludallu zinebere dahray mstesse egin indegena bu zaamareyu makada justo. Und dieser Jakobus war sein Bruder, der ungläubig war, bis er den Herrn auferstanden gesehen hat, der von Maria und Josef geboren wurde. Und danach erschien er den Zwölfen, den Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, denn ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Ich komme zurück gerade zu historischen Berichten, die Paulus gibt. Er belegt gerade wieder neue Personen, die ihn bezeugt gesehen haben. Deswegen sagt er euch, passt auf, dass euer Glaube nicht vergeblich gewesen ist, wenn ihr das nicht wisst. Also ist Christentum eine komplett vergebliche Sache, wenn wir die Auferstehung nicht haben, an die wir glauben. Von Vers 11 bis 19 lesen wir. Wieso lese ich gerade so viel? Weil wir auf verschiedenen Stufen hier gerade alle sind, vom Wissen her. Nehmen wir nur alle etwas von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber wenn wir es auf beiden Sprachen gerade lesen, können wir alles für uns nehmen.
Im Barsil Hedge Paulus. Etna had a Jemirus Gasserto, Hamishtes Galese, Abzi Hedgen Dagana, Im Barsi, Ane, Intohonku, Nsatom, Tom Hawariat Malati, Nsatom, Intohonu, Kemzigerna, Nseb Alona, Nsatumun, Kamu, Amon Kumilina. Amen. Er sagt in Vers 11, ob es nun aber ich sei oder jene, so verkünden wir und so habt ihr auch geglaubt. Er redet gerade von dem Glauben, dass Christus gestorben, auferstanden ist und allen Leuten erschienen ist. So habt ihr gehört und so glaubt ihr auch. Wieso schreibt Paulus diese eine Stelle hier? Weil es waren auch Gläubige, die Leute aus Korinth. Aber unter ihnen gab es eine Diskussion, ob es Auferstehung gibt oder nicht. Es gab eine Diskussion, die dann Glauben geschwächt hat. Weil wenn Leute über Jesus diskutieren, aber danach über Christus anfangen zu diskutieren, kommen sie oft auf falschen Wegen. Du kannst über vieles diskutieren, aber wenn wir an Kritiken kommen, über die Identität von Jesus, über seinen Toten auferstehen, haben wir ein großes Problem. Und als sie zur Diskussion kam, ob er auferstanden ist oder nicht, kam sie genau zu dem Punkt. Christus dema aitensen. Christus zaitensen tohoinu, embarka subkatna, quantiu, kilte. Imnat kumun, quantiu, celeste. Amlach no Christus atensiwa ilna, meskirna inamo, no Christus zaitensu tohoinu, mutatun, inta zaitensu, nihna, hasout mesahar, amlach quena, nirkab aluna. Arbate, mutat inta zaitensu. Christusun, Aitensen, Hamuste. Christus Zaitensen, Tohoinu, Umnatkum, Quantia, Shuddiste, Nisatkum, Gana, Abhatiatkum, Allahum, Show Attenet, Migaru, Mahatemibu. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche schon zu euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn noch nicht auferweckt hatte. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr auch in euren Sünden. Deswegen gibt es die Auferstehung der Toten. Und unsere Predigt ist wahr. Und wir sind wahre Verkündiger. Und euer Glaube ist wahr. Und ihr seid von euren Sünden befreit worden. Und die entschlafen sind, wenn wir wieder auferstehen. Und er sagt, wir sind keine Vergeblichen. Und deswegen hat er alle Punkte hier aufgezählt. In Vers 32 meint er, wenn es so ist, sagen einige, lass uns essen, trinken und sterben. Aber er hat genau alle diese 7 Punkte gezählt, um dies zu widerlegen. Weil es heute immer noch die Auferstehung der Toten gibt. Und unsere Verkündigung war es, an die wir glauben. Amen. Und ich bin ein wahrer Verkündiger. Amen. Amen. Und euer Glaube ist wahr. Und ihr seid von euren Sünden befreit worden. Amen. Amen.
Und ihr wurdet erlöst von eurem Sünden, weil ihr mit ihm auferstehen werdet. Und auch unsere Entschlafenen werden auferstehen. Und wir sind keine vergeblichen Menschen. Gleich zur Verherrlichung Gottes. Halleluja. Fürde Isra. Slezi. Fürde Isra. Brigis Christus. Kittensiyu. Bachur hoini. Wallah. Amen. Dhari idumma. Uridi ilu. Isra. Selestan dumma. بتمس أتود ما نحنا كم دماغن تسعينا إلنا الله. Wir werden nicht darauf eingehen, aber er sagt in Vers 20: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt als Erstling. Und in Vers 23 erwägt er, dass auch wir deswegen mit ihm oder weil er auferstanden ist, auch wir selber auferstehen werden. كبرنا أملاخ يهون. Ehre sei dem Herrn. مزجزينا أنصار نزنا ذكرنا نزحق أني أتنسى نزنا ذكرنا نزهياو دخونا حبستن نزهياو دخونا دم يسوع كرستوس مثال يزخون وينن النابلنا دم يسوع كرستوس سجى يسوع كرستوس النذكرنا موت تنسين ناتس أبنا كن وشدو إنا خبرنا أملاخ يخون. Lasst uns, indem wir daran gedenken, dass er auferstanden ist von uns gestorben ist, indem wir sein Wiederkommen ersehen, einmal das Mal von ihm nehmen. Habirna drar guitach nuwasit kalnambar nazina nuzukro. Und genau an das erinnern wir uns, wenn wir das Mal nicht annehmen. Nazina ustna hia unnotu nigelzo. Wir verkünden, dass das Wahrheit in unserem Herzen hervorbringt, wenn wir das essen. Adamai karuntas aserta hade kanusina mu ambibna naa kinkitsilina nafti drar guita. Wir schlagen 1. Korinther Kapitel 11 auf und werden lesen, was dort über das Mal des Herrn geschrieben ist. Ab Vers 21 bis 28 lesen wir alle auf Deutsch und Tigrinja. Okay, ab 23. Paulus zitiert hier, was der Herr Jesus Christus im Matthäus-Evangelium bereits zitiert hat oder erwähnt hat. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Und dankte und es brach und sagte: Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Was sagt er danach? Er sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Was wir heute gelernt haben über seine Auferstehung, über seinen Tod, wenn wir das Mal des Herrn zu uns nehmen, erinnern wir uns mal von Neuem daran. Es ist nicht nur eine symbolische Sache, die wir tun. Ich habe dich einfach umsonst gepredigt aktuell. Die Auferstehung, über die wir gerade gelesen haben. Der Tod, über den wir gelesen haben. Die historischen Fakten, die geistlichen Belegungen. Und der Herr, der wiederkommen wird. Während wir noch auf dieser Welt sind. Damit wir nicht diese Erinnerung in diese Erinnerung vergessen. Damit wir noch heute standhaft bleiben. Damit wir eine Sekunde, nur wir einen Tag gefühlt, jeden Tag lebendig in unserem Leben, in unserem Leben die Erinnerung tragen. Leben wir das Mal des Herrn. Und er trägt es uns auf. Es ist als ein Gedächtnis aufgetragen worden. Ehre sei dem Herrn. Und deswegen leben wir im Gedächtnis an ihn dieses Mal. Wir lesen weiter bis 8. Dessengleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Durch dein Leben verkündigst du es. Durch deine Worte verkündigst du es. Durch dein Geld. Und verkündigst du es. Durch deine Worte. Durch dein ganzes Sein.
Und genau dies zu gedenken, tust du das Abendmahl. Es ist eine Erneuerungssache, die wir machen. Eine Liebessache, die wir machen. Dass wir uns fühlen, als wäre heute für uns gestorben. Als wären wir heute erlöst worden. Und auch als wir da heute wiederkommen. Weil wir gedenken in einer Sekunde, dass er heute für uns gestorben ist und heute wiederkommen wird. Wenn wir es komplett mit Verständnis zu uns nehmen. Verstehen wir in einer Sekunde über seinen Tod und über seine Wiederkunft. Wir denken gar nicht an die ganze Zeit, die vergehen wird bis dahin. Wir denken gar nicht an die ganzen Bedrängnisse, die wir bis dahin haben. Wir denken gar nicht an das ganze Müdewerden, wenn wir das zu uns nehmen. Weil die Liebe seines Kreuzes uns wieder neu entfacht wird. Weil die Kraft der Auferstehung uns befähigt zu stehen. Und die Sehnsucht nach seinem Wiederkommen verschluckt uns. Und wir fangen an zu verkündigen. Das heißt, wie viele von euch haben heute Sehnsucht nach dem Herrn? Wie viele von euch haben heute Sehnsucht nach dem Herrn? Wie viele haben Sehnsucht nach dem Herrn? Die an die Auferstehung des Herrn glauben, können heute das Mahl nehmen. Ich möchte über einige Punkte mit euch sprechen. Wer nimmt das Mahl des Herrn? Wer nimmt das Abendmahl? Und wann nehmen wir das immer? Das wann können wir, damals haben die es jede Woche gemacht, aber wir können es immer beim Zusammenkommen nehmen. Aber du nimmst das Abendmahl nicht alleine. Das nimmt keiner alleine privat für sich. Weil es ist keine persönliche Sache mit dir. Du erinnerst dich zwar an Christus, aber du machst in Gemeinschaft, weil du ein gemeinsames Leib teilst. Du nimmst das Abendmahl des Herrn mit deinem Bruder. Und deswegen sagen wir da, wo man in Gemeinschaft tritt. Aber wer nimmt, ist es die Frage. Jemand, der wiedergeboren ist. Jemand, der wiedergeboren ist. Wer ist wiedergeboren im Herrn Jesus Christus? Wer ist wiedergeboren? Wer ist wiedergeboren? Okay. So eine Person nimmt das Mahl des Herrn. Weil wir uns an das wieder erinnern, woran wir glauben. Du nimmst nicht das Mahl des Herrn, um wiedergeboren zu werden. Aber weil du wiedergeboren bist, nimmst du es zu dir. Du nimmst es nicht, um wiedergeboren zu werden. Aber weil du es bist, gedenkst du daran. Aber sonst könnten wir es jedem Menschen auf der Straße geben, damit die wiedergeboren werden. Und zweitens, weil es ein Gebot des Herrn ist. Es war ein Gebot, dass alle Heiligen gemeinsam kommen, zusammen als Gemeinschaft aufzunehmen. Und Nummer drei, weil es ein Gedenken an seinen Tod, an seinen Schmerz und an seine Auferstehung ist. Wenn wir uns das Leib zu uns nehmen, dann denken wir an das gebrochene Leib. Wenn wir den Wein nehmen, dann denken wir an das geflossene Blut für uns. Und viertens, weil es ein Essen der Liebe ist, ein Mahl der Liebe. Liebe ist eine Sache, die du mit Menschen zusammen machst, keine Sache, die du alleine führst. Es ist ein Mahl der Einheit. Deswegen meinte auch in Judah, pass auf, dass keine Menschen oder keine Hinterlistigen in eurem Mahl stattgefunden haben. Wenn wir heute alle über den Herrn geredet worden sind, sind wir alle ein Leib. Wir nehmen alle von einem Leib Brot daher. Aber es soll kein Zwietracht zwischen uns sein. Es soll keine Sache sein, die einen Keil zwischen uns trägt. Weil wenn die Wiedergeburt da ist, wo diese hingehört, wenn wir die Gebote des Herrn erfüllen und wir verstehen, dass wir daran gedenken, an was er getan hat, aber mit deinem Bruder nimmst du es. Musst du erst mal prüfen, dass zwischen euch kein Zwietracht ist. Er ist mein Bruder am Herrn.
Das heißt, unser Verhältnis muss perfekt oder muss gut sein und richtig sein, damit ich vom Mahl lebe. Weil dort die Liebe erneut entfacht wird. Und es wird stärker. Weil wir die Einheit nochmal erklären. Nummer 5. Es befähigt uns, das Evangelium zu verkündigen. Wir verkündigen seinen Tod. In 1. Korinther Kapitel 10 von 16 bis 17 da redet er über die Einheit. Ihr könnt es von dort aus sehen. Er sagt, wir sind nämlich eins, deswegen nehmen wir auch alle von einem Leib. Amen. Amen. Das heißt, es ist auch ein Mal, was uns befähigt, das Evangelium an andere Menschen weiterzugeben. Und es ist nochmal ein Mal, was erweckt und dich erneuert. Seid ihr mit mir? Wenn diese 5 Punkte in unserem Leben erfüllt sind, dass wir wiedergeboren sind, dass wir sicher sind, dass wir wiedergeboren sind, dass wir verstanden haben, dass Abendmahl ein Gebot des Herrn ist, dass wir verstehen, dass das ein Gedenknis ist an seinen Toten Auferstehung, dass wir verstehen, dass das eine Liebessache ist zwischen Geschwistern, und wir verstanden haben, dass es eine Erneuerung und Erweckungssache ist. Dass wir verstanden haben, dass das uns befähigt zu verkünden. Ist Nummer 6, dass wir erweckt werden, wenn wir es zu uns haben. Unser Geist wird erweckt. Unser Gebet wird erneuert. Unser Lobpreis wird erweckt. Unsere Gemeinschaft wird erneuert. Die Liebe zu seinem Wort wird erneuert. Es ist also auch ein Essen, ein Mahl der Erneuerung. So einer kann es also zu sich nehmen. Und Nummer 7. Und der letzte Punkt. Wir haben Sehnsucht nach seinem Wiederkommen. Wir sagen heute Maranatha, Herr, komm wieder. Amen. Amen. Gleich zu verherrlichen.